Hi. Ich wollte mir das Set eigentlich noch ein bisschen aufheben, weil ich gerade versuche, eben alle Battle Packs zusammenzusammeln und die dann von Anfang an zu reviewen, also ja, seit 2007 und dann eben von hinten nach vorne durchgehend. Aber da demnächst das neue Lego Snowtrooper Battle Pack im Jahr 2022 rauskommt und ich das nicht mehr erwarten kann, dachte ich, nehmen wir uns genau dieses wunderbare Set heute mal vor. Ein herzliches Willkommen zum nächsten Throwback Thursday. Hier haben wir die Set Nummer 8084, das Snowtrooper Battle Pack von 2010. Kann man hier unten wunderschön lesen. Und ja, das Ganze kommt mit vier wunderbaren Minifiguren, ist für 14,99 € rausgekommen. Das wären heute mit Inflation berechnet ungefähr 17,20 €. Ist gar nicht mehr so weit entfernt von den 20 Euro, die wir jetzt haben. Und das Ding kommt auch nur mit 74 Steinen und das neue mit 105. Also, ihr könnt euch daraus jetzt schließen, was ihr wollt. Erschienen ist das Ganze Januar 2010, blieb bis Dezember 2011, also ganze 2 Jahre im Handel und hatte damals auch einen kleinen Gegenspieler. Und das finde ich noch etwas cooler als das, was jetzt eben rauskommt im Jahr 2021, weil dieses Mal haben wir keinen Gegenspieler. Hier haben wir nämlich das Rebel Trooper Battle Pack, was dann eben, wie man auf der Rückseite auf beiden Packungen auch sehen kann, ja, genau dafür gemacht ist, nämlich gegeneinander anzutreten und eben auch eine Kraft zu haben, die vielleicht auch gegen einen großen AT-AT ankommen könnte und nicht nur mit ihm kämpft. Und wenn ihr das Set heute noch kaufen möchtet, liegt ihr bei ungefähr 15 bis 20 Euro für eine gebrauchte Variante und 35 bis 45 Euro für ein neues Set. What the hell? Ganz ehrlich, ich meine, selbst für 17 Euro, ich habe das ja in der Hand und das ist super, super leicht und wir werden es auch gleich sehen, was da eben drin ist. Das, selbst für 17 Euro ist das hier viel zu teuer, kann ich ganz ehrlich sagen. 74 Steine und wenn ihr dafür wirklich 35 bis 45 Euro ausgebt, das ist schon, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ganz schön knapp. Also, wir werden heute natürlich rausfinden, ob es das wert ist, ob das hier wirklich, ja, 35 Euro im Mindestfall wert ist, wenn ihr das Set neu, ja, kaufen möchtet, wie ich das hier auch habe. Oder ob ihr lieber auf eine gebrauchte Variante zurückgreifen solltet. Oder natürlich, ob es dann doch lieber die neue Variante werden sollte. Da sind natürlich die Figuren etwas besser und das Set ist dann auch noch deutlich günstiger, als jetzt die alten Varianten zu kaufen. All das werden wir heute rausfinden. Natürlich nicht zu genau jetzt ein Vergleichsvideo machen, weil das werde ich dann später zum Zeitpunkt machen, wenn auch das Set dann rauskommt, das neue jetzt 2022 werde ich natürlich ein Review und natürlich auch ein Vergleichsvideo dann zu diesen beiden machen. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Unboxing und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bevor wir die Packung in Stücke reißen, ein kurzer Blick auf die Box selbst. Wir haben hier vorne natürlich die beiden oder die vier Figuren und mit den beiden Builds hier vorne dann in Gefechtsstation und natürlich, was ich sehr, sehr cool finde, auch ja, kombinierbar mit eben diesem anderen Battle Pack, dass die in der Mitte sich treffen und tatsächlich auch eine Landschaft bilden. Ich finde, das sieht cool aus, ich finde, das macht was her und das fehlt mir so ein bisschen manchmal. Ich glaube, einige der letzten Battle Packs hatten das auch, aber nicht mehr bis zum Schluss. Also, dass man wirklich zwei, ja, Kräfte hatte, die auch nebeneinander stehen können und zusammen dann auch gut aussehen. Hier unten haben wir noch zwei Figuren, da sind einmal der AT-AT Driver und ein Snowtrooper einfach mal abgebildet und das hat man damals öfter gemacht, ich glaube sogar 2007 war das auch schon dabei. Das heißt einfach zwei Figuren aus dem Battlepack hier hingestellt und dass die hier so in Kampfposition stehen oder so. Keine Ahnung wieso, sieht auf jeden Fall nett aus, ist sehr, sehr nostalgisch an der Stelle, muss ich sagen. Hier oben ist noch ein AT-AT Driver und auf der Rückseite haben wir dann dieses Battle, was ich eben hier bei dem anderen Battlepack auch schon gezeigt habe. Die sind auch tatsächlich auf der Rückseite beide komplett gleich, bis auf die Figurenauswahl. Gut, jetzt kommen wir zum schmerzhaftesten Teil, nämlich das Zerstören einer 35 Euro bis 45 Euro Packung. Aber ich mache das ja gerne und ich schaue ja auch gerne eben in solche Battle Packs rein. Erstens, weil ich es natürlich super neu haben möchte, aber zweitens auch, weil es super, super nostalgisch für mich ist, in ein solch altes Lego-Set reinzugucken. Und jetzt ist es getan und wir gucken mal rein. Ich schätze, wie bei jedem Battle Pack auch, es sind zwei Tüten oder, naja, nennen wir es lieber anderthalb Tüten, also eine große. Ich nehme an, das ist die. Ihr seht schon, also groß ist die nicht wirklich. Also 74 Steine, ich sag's nochmal, und dann eine kleine haben wir hier mit dabei. Holy crap, also ganz ehrlich, also die Anleitung ist viel größer wahrscheinlich als das Modell und die ist sogar größer als die Packung. Also das, ob das jetzt wirklich 17 Euro sind oder, naja, 35 Euro heute, wage ich wirklich zu bezweifeln. Aber natürlich werfen wir den ersten Blick hier wie immer auf die Minifiguren und die erste Figur ist der AT-AT Driver und das war möglicherweise auch damals einer der Gründe, um genau dieses Set zu kaufen, denn der AT-AT Driver war vorher oder beziehungsweise auch gleichzeitig nur in dem AT-AT drin
Und der hat nun mal 100, ja, ich glaube 120 bis 150 Euro gekostet. Und das war eben gerade für Kinder, ja, einfach nicht zu erreichen. Und deswegen war es toll, eben einen AT-AT-Driver auch in einem kleinen, ja, 15 bis 17 Euro-Set zu haben. Printing und so weiter ist natürlich jetzt gerade auf dem Torso nicht das Beste. Das Coolste finde ich gerade, ja, diesen Streifen, der hier runtergeht vom Torso auf die Beine in die Mitte. Ich glaube, das passt am besten. Das sieht einfach cool aus, habe ich bisher jetzt so bei Minifiguren noch nicht gesehen. Aber sonst ist eben an Details hier nicht viel zu haben und auch die Rückseite ist jetzt nicht so detailreich, wie man es gerne haben könnte. Dafür ist der Helm ein, ja, absoluter Hingucker. Der sieht wirklich klasse aus und den finde ich tatsächlich auch, ja, gut geblieben. Also der ist jetzt nicht irgendwie mit den Jahren zu schlecht geworden oder so, wie manche Minifiguren das werden, wie wir gleich jetzt auch die nächsten Figuren uns anschauen. Aber dieser Helm, der ist eigentlich ziemlich klasse. Dann kommt allerdings das, was da drunter steckt und das ist ein wenig schade, nämlich ein komplett schwarzer Helm. Und mit genau so einem schwarzen Kopf machen wir jetzt auch weiter und zwar bei dieser guten Figur, das ist der Snowtrooper, den haben wir auch gleich zweimal mit dabei, nämlich einmal mit Waffe und einmal ohne. Naja, ganz unbewaffnet wird er nicht bleiben, das sehen wir uns aber gleich an. Und dieser Snowtrooper, der hat etwas Besonderes. Der hat nämlich ein Backpack verbunden hier mit einem Kopfteil bzw. Helmteil. Das sieht auch ganz nett aus, hat hier hinten natürlich keinen Print drauf, sondern eben nur so eine 3D-formartigen Dinger. Und was vorne sehr interessant ist, das Ding hat nämlich Löcher, dass man da durchschauen kann. Und wenn man da durchguckt und darunter eben ja, ein hautfarbener Kopf ist, dann sieht das schon ziemlich seltsam aus. Deswegen, ich kann verstehen, warum hier ein schwarzer Kopf drunter gelandet ist. Trotzdem, schön ist es nicht besonders. Und die letzte Figur ist tatsächlich exklusiv, allerdings auch nur in ihrer Zusammenstellung. Das heißt, den Torso hatten wir, glaube ich, auch so beim AT-AT mit dabei aus dem gleichen Jahr und den Helm auch. Nur der Kopf ist anders und dieser Kopf, der ist eigentlich so ein bisschen austauschbar. Das heißt, das ist irgendwie der Kopf, den Lego zu der Zeit für so ziemlich jedes Themengebiet verwendet hat, wenn eben eine Figur einfach irgendeine random Figur sein sollte. Die haben wir zum Beispiel auch bei Pirates of the Caribbean gehabt, bei Indiana Jones, bei Prince of Persia und auch bei Batman. Überall da kam dieser Kopf vor und das hieß eben so viel wie, diese Figur ist irgendein random Bauarbeiter, sag ich mal. Und wenn man jetzt mal das Unmögliche tut und die Minifiguren entfernt, die ja in dem Set eigentlich die Hauptsache sind, aber weswegen man nicht unbedingt nur dieses Set kaufen sollte, dann bleiben wirklich nur noch diese beiden kleinen Dinger da. Und wenn ihr echt 35 Euro für so ein Set ausgegeben habt, dann tut es mir beinahe schon so ein bisschen leid, weil das ist wirklich, wirklich mies, was man hier an Teilen dazu bekommt. Ich weiß natürlich, ja, bei Battle Packs, da darf man eben nicht zu viel erwarten, weil die Hauptsachen sind die Figuren in dem Set. Trotzdem, ja, ich weiß nicht, also ein bisschen mehr hätte ich mir hier schon gewünscht. Wir gehen natürlich trotzdem einmal kurz durch. Ich beginne einfach mal mit dieser kleinen Battle Station oder wie auch immer man das nennen darf. Hier an der Seite haben wir tatsächlich zwei Blaster, deswegen meinte ich auch eben auch die Figuren, die eben jetzt hier keine Blaster abbekommen haben, dürfen hier dann auch etwas abbekommen. Einer allerdings hat keinen. Also wir haben drei Figuren ohne Blaster und einer wird dann eben auch unbewaffnet bleiben. Das ist auch so eine Sache, aber der setzt sich dann hier vorne wahrscheinlich einfach an das Katapult ran und dann ist auch wahrscheinlich die Welt in Ordnung. Der hat dann da seinen Spaß und alle anderen schießen mit Blastern. Ich weiß es auch nicht. Hier haben wir dann ein kleines Radar. Könnt ihr es schön sehen. Das ist das typische Radar, was wir eigentlich überall mit drin haben. Ich glaube sogar, das war damals auch im AT-AT verbaut und in ganz, ganz vielen anderen Stationen oder Fahrzeugen. Es war einfach das typische Radar und ich glaube auch, bis heute kommt so eins noch vor. Ich weiß aber nicht, ob es exakt das Gleiche ist. Diese Satellitenschüssel, die ist sehr, sehr einfach und das merkt man auch, die ist nämlich komplett beweglich hier hinten, also die dreht sich auch wie doof, das habe ich damals immer cool gefunden, also das Ganze immer so, ja, zu drehen oder so. Aus heutiger Sicht muss ich aber sagen, hätte da so ein Stud mit einem Loch drin sehr gut getan, weil man es dann eben noch weiter hätte reinstecken können und sich das Ganze hier nicht bewegt hätte. Hier drüben haben wir dann das Geschütz, was im Film so gar nicht vorkommt und zwar haben wir, ja, hier wieder so einen normalen Flickfire-Shooter oder einen Flickfire-Missile und ich kann hier schon mal ganz ehrlich sagen, so ein altes Lego-Set aufzubauen ist schon echt spaßig, aber die Teile sind natürlich nicht mehr die neuesten. Das heißt, ich habe wirklich, wirklich Struggle gehabt, also wirklich Schwierigkeiten, diese beiden Technikteile hier, das sind so einmal zwei Technikplatten hier raufzukriegen. Und die wieder runterzukriegen, das versuche ich gar nicht erst. Also das wird ein Ding der Unmöglichkeit. Diesen Flickfire-Missile kann man sich dann ausrichten, wie man möchte und irgendwo hinschießen. Bis hierhin kann man ihn drehen. Dann hat man allerdings auch keine Möglichkeiten mehr, hier ranzukommen. Und dieser Flickfire-Missile, der funktioniert einfach so, dass man hier gegen haut und dann schießt das ganze Ding weg. Ich kann es hier mal eben rausholen. So sieht der aus und man hat auch nur einen davon. Also wenn der abgeschossen ist und irgendwo was getroffen hat, dann ist man auch raus. Also dann können die auch nicht weiter schießen. Dann können sie dieses komplette Ding einfach komplett wegwerfen oder verschneien lassen oder wie auch immer.
und müssen zur nächsten Station gehen, um die nächste Kanone abzuschießen. Nicht sehr effektiv, muss ich sagen. Und das letzte auf unserer Liste ist der kleine Speeder. Und ich muss wirklich sagen, jetzt, wo wir die heutigen Speeder kennen, die unter anderem beim AT-AT, dieser 75288 oder auch dem neuen UCS AT-AT dabei sind und eben jetzt auch im neuen Battle Pack, ist das hier, ja, wirklich sehr altmodisch. Der sieht niedlich aus, ist auch schön dünn, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die neuen sind ja etwas dicker geworden. Der hier ist wirklich, ja, sehr, sehr schnieke und auch so schön speederartig, wie man es eben so kennt. Ist aber wirklich nicht so detailliert und besteht auch nicht aus allzu vielen Teilen. Ich kann ja mal hier kurz zeigen, dieses komplette Hinterteil, wenn ich es denn abbekomme, ist ein kompletter Brick. Also dieses Dunkelgrau mit dem Weiß, das ist ein Stein und dann baut man hier eben so ein paar Teile noch ran. Ich glaube so 10 oder 8 Steine oder so werden hier noch rangebaut und dann ist dieser komplette hintere Teil fertig und man muss nichts mehr damit machen. Und das hier ranzubekommen, ist auch so eine Sache. Und dann zu bewegen, das sind eben jetzt auch die alten Steine. Das ist wirklich, wirklich schwierig, da dann hin und her zu bewegen. Und diese Dinger hier, wollte ich auch kurz erwähnen, das sind Speere. Könnt ihr hier unten sehen. Die waren auch super schwer reinzustecken, weil diese Bricks hier sich natürlich dann auch so ein bisschen verfestigt haben mit der Zeit. Und da war es dann schwierig, irgendwie was da durchzubewegen. Aber wir haben hier natürlich auch die Möglichkeit, einen Snowtrooper raufzusetzen. Und das funktioniert relativ easy. Wir haben nämlich hier in der Mitte diesen kleinen Steg, da einfach die Beine zwischenflutschen und schon hält er auch. Also das Ding ist komplett fest, fällt hier auch nicht mehr ab, wutschelt so ein bisschen hin und her. Echt nett und cool gemacht und deswegen, ich kann auch verstehen, warum hier hinten ein großes Teil dafür verwendet wurde, weil man eben dieses Ding hier nicht einzeln hätte einsetzen können. Aber es ist trotzdem schade für den Bauspaß, weil hier hinten nochmal so ein bisschen mehr Steine zu haben, hätte dem Ganzen wirklich nicht geschadet. Ein kurzer Blick noch auf die Bauanleitung und ich kann es sagen, ich habe sie am Anfang beim Unboxing auch schon gezeigt, diese Anleitung ist riesig. Ihr seht meine Hand und jetzt seht ihr vor allem einfach die Box und das Ding ist genauso groß wie die Box. Und das muss schon was heißen, deswegen ist es verständlich, warum die in der Hälfte einmal geknickt wurde, aber heute wäre sowas einfach nicht mehr drin. Da würden sie die halb so groß machen und so eine Anleitung damit reinlegen, weil das einfach absolute Papierverschwendung ist, das hier mit reinzuhauen, vor allem bei so wenig Teilen, die hier in dem Set mit drin sind. Wir beginnen mit den Figuren ganz am Anfang, wie das bei jedem Battlepack ist. Was cool ist, ist hier oben der Darth Vader, der so ein bisschen im Halbtransparenten angezeigt wird. Danach kommt die Battle Station und danach der Speeder. Wer hätte es erwartet? Und ganz hinten haben wir natürlich auch ein bisschen Werbung und das ist auch wieder der spannendste Part an einem ganzen alten Lego-Set, wie auch immer. Hier haben wir wieder das Bild von der Rückseite, also überhaupt nichts Spannendes und dann hier Lego Club. Aber diese Seite hier, die ist wieder super, super nostalgisch. Den hier habe ich letztens ja auch vorgestellt. Das Ding, da wird vielleicht noch ein Review folgen. Ich habe noch eine original verpackte Version davon. Das ist aber auch mein erstes Lego Star Wars Set. Und dann haben wir die beiden wunderbaren Dinge hier. Bei dem weiß ich wirklich noch nicht, was ich damit anfangen soll. Aber das Teil hier, das ist mega, mega cool. Das ist nämlich der letzte erschienene RC-170 Starfighter. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Fazit von diesem Set. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, lasst die Finger davon. Das Ding ist echt niedlich geworden und gerade für Nostalgiker bestimmt auch nochmal ein netter Catch oder wie auch immer. Aber gerade wenn man jetzt sieht, das neue Set, was rauskommt, ist einfach deutlich, deutlich besser. Und ich weiß, warum die Preise so hoch sind. Es liegt einfach daran, dass wir lange, lange keine Snowtrooper oder Snow-Sachen mehr hatten in der Preisregion. Und deswegen ist eben auch das Battle Pack so hoch geschossen. Aber ansonsten hat dieses Ding einfach keinen Mehrwert. Die Figuren sind alt, die Bauwerke sind jetzt auch nicht die spannendsten. Und für den Preis bekommt ihr deutlich, deutlich coolere Sachen. Vor allem eben für die 35 bis 45 €. Das war es aber auch mit meinem Fazit. Schreibt mir mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Was sagt ihr zu diesem Set? War es auch ein Teil eurer Kindheit, wie bei mir auch? Und schaut ihr da gerne drauf zurück, wie bei mir das eben auch der Fall ist, weil das Set einfach cool ist. Also einfach so als nostalgischen Punkt zu sehen. Oder ist es für euch, ja, sehr pragmatisch und ihr sagt, das Set ist absolut sein Geld nicht wert? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, würde mich immer sehr interessieren. Und damit war es auch schon mit diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.